Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Die letzten Instruktionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Main Event des heutigen Abends. Die Division Leichtgewicht. Die Distanz 3 Runden 5 Minuten. Der Preis, der Titel eines Leichtgewicht-Champions nach Version von Real Life MMA. Ausgekämpft durch Alireza Savary und René Runge. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Ladies and Gentlemen, legen Sie die Hände zusammen. Ring frei. 101. Spannungsgeladenes Abtasten erstmal. Der Champion mit Druck nach vorne. Savary im Rückwärtsgang. So, eines muss klar sein, René Runge muss leichtfüßig unterwegs sein, darf sich nicht darauf einlassen, gestellt zu werden oder mit einem Takedown zu Boden gebracht werden. Hat er angekündigt, will er nicht, ist nicht sein Kampfstil. Und Savary wartet, wartet, wartet. Wie ein Adler fixiert er da den Gegner. Er wirkt immer so ein bisschen angespannt, wenn er dann zum Beispiel schlägt oder so. Aber das ist seine Art. Lässt Runge kommen. Abtasten, Lücke finden. Jetzt auch Savary mit einem Low-Kick. Aber noch sehr, sehr sparsam mit eigenen Aktionen. Geht immer leicht rückwärts, jetzt ganz kurz nach vorne und schon wieder stoppt er ab. Ali Savary will Runge zwingen, dass der die Aktionen macht. Das ist ein Kontertyp, lauert einfach. Nun entspinnt sich so dieses MMA-Schachspiel. Ja, so bei beiden Kämpfern fehlt noch so ein kleines bisschen die Distanz in den Handtechniken. Ja. Der Kick oben, der wirkt jetzt erstmal mehr so zum Abtasten, ob es Mittel ist, da durchzukommen. Savary am Käfigrand. Runge lässt sich noch Zeit. So, geht aber ganz schnell nach hinten weg, René Runge. Gutes Auge bewiesen. Also im Ausweichen, meiden. Da sind sie beide ganz gut bisher. Das macht es natürlich dann schwer. So. Schöner Bodykick von Savary. Richtig hart, ja. Den hat Runge gespürt. Und jetzt macht sich auf die Leber. Runge shootet da kurz runter, aber bricht dann mehr oder weniger den Takedown-Versuch ab. Da war offensichtlich viel Trefferwirkung. Runge musste für einen kleinen Moment. Er musste richtig tief durchschnaufen, ja. Tief durchschnaufen. Und die Wirkung bei so einem Lebertreffer, die kommt ja so ein klein bisschen zeitverzögert. Immer zeitverzögert. Das klatscht erst und dann kommt der Moment, wo du dann merkst, oh, der hat gesessen. So, jetzt wird hinten gekloppt. Savary soll sich nicht im Zaun festhalten. Muss die Finger weglassen. Ja, darf sie nicht reinkrallen. Das macht er jetzt gerade wieder. Muss loslassen. Für Runge ist der Infight jetzt gut. Weil jetzt kann er sich erholen. So ein weiterer Treffer auf die Leber mit der Atmung, das wäre schwierig geworden. Ja, jetzt ist vor allem erstmal wichtig, dann wieder auf Distanz zu kommen. Denn Runge will nicht in Distanz kämpfen. Schon gar nicht am Boden. Savary beschwert sich, konnte jetzt aber nicht erkennen, warum. Es war eher so wie so ein prüfender Blick aus. Er ist ja sowieso ein sehr ruhiger Typ, ein sehr introvertierter. So, jetzt greift er nach unten durch. Er fädelt richtig, es sieht fast aus wie Zeitlupe, wie er da so langsam mit der Hand versucht, sich den Oberschenkel zu ziehen.
Jawohl, Sabari kontrolliert, drückt ganz stark auf die Brust. Siehst du da die Trefferwirkung bei René Rung? Ja, ja. Wie der Kick da eingeschlagen hat. Man kann die Zeichnung auf der Bauchmuskulatur, auf der Bauchdecke sehen. Der Kick hat gesessen. Und Runge guckt auch, dass er möglichst immer in dem Moment, wenn Sabari sich versucht, reinzudrehen und runterzukommen, an ihm am Körper runterzugleiten, dass er gleich selber mit runtergeht. Dass Sabari nicht irgendwie in Hüft- oder Beckennähe kommt und ihn ausheben kann. Runge verteidigt das bisher sehr gut. Ja, vor allem immer schnell mit den Armen. Immer sofort die Arme wieder raus, neu eingefädelt. Gar nicht lange rum. Trödeln, keine Zeit verlieren. Das könnte jetzt auch ganz schnell nochmal ein Takedown werden, wenn Sabari jetzt kräftig durchzieht. Letzten Sekunden. 5, 4. Ah, war schon weniger. Ende der ersten Runde. Zähe Runde, muss man wirklich sagen. Zäh, weil sich beide taktisch sehr schlau verhalten haben. Zu Beginn etwas abtasten. René Runge hat Druck gemacht, ist nach vorne gegangen. Hat dann natürlich diesen harten Körpertreffer einstecken müssen. Wem würdest du die Runde geben? Aufgrund der Mehraktivität wird sie vielleicht knapp an Runge gehen. Der hat keinen großen Schaden verursacht, keine harten Treffer gemacht. Aber da war der Kick jetzt gerade schon durch, das haben wir leider nicht gesehen. Sabari ist so immer so ein bisschen erst abwarten im Rückwärtsgang gewesen und hat sich dann hier so die letzte Minute, da war er der Dominantere am Zaun. Da hat er viel, viel Schub ausgeübt. Second Salt Betreuer aus dem Ring, Second Salt please. Ohne ihn wirklich ernsthaft zu gefährden. Also deshalb, ich glaube, erste Runde, Runge dürfte knapp hingehen. Ah, ich bin mir da nicht corner, sicher. Seconds out. Ich glaube, darauf können wir uns nicht verlassen. Und Blue Corner, kurzes Handtuch bitte rein. Ja, ein Polster zum Ausruhen ist es keins. Definitiv eine spannende zweite Runde, die uns jetzt erwartet. Ausgeglichene erste Runde. So, was war Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für eine Respektsbezündung für beide Kämpfer da oben drin. Der Weg ist hart und heftig. Ringfrei zur zweiten Runde, Second Round. So, Touch Gloves und zweite Runde im Titelkampf hier im Leichtgewicht bei Wheel of MMA. Zwischen René Runge, dem Champion, und dem Herausforderer Ali Sabari. So, und Runge jetzt wieder, Vorwärtsgang. So, allmählich sollten Sie wissen, was ist die Distanz. Wann können Sie ansetzen, ne? Frontkick. Und das Schwierige bei Sabari ist, weil der eben so ruhig steht, so felsenfest steht, dass er kaum zu lesen ist für den Gegner. So, nur mal die Linke. Sabari scheint wieder derjenige zu sein, der auf den Konter wartet. Ja. Runge, der Kämpfer, der Druck macht. Der leicht nach vorne schiebt. Ja, die belauern sich wirklich sehr lang. Ja. Hat man schon gesehen, René hat Respekt vor den Kicks, hat sofort seine rechte Rippe gedeckt. Schöne Linke jetzt drin gewesen. Kinn gewesen, jawohl. Nochmal Rechte von Runge, aber ein guter Konter auch von Sabari, den wir da gesehen haben. Ja, die war durch, die Linke. Die stach rein bei Runge. Ausgeglichen bisher im Stand. Ja, und meist immer so Einzelschläge. Also maximal 1, 2 abgebrochen. Dann, ja. Sowohl im Angriff, Runge immer noch der Mann, der vorwärts geht, als er noch im Konter bei Sabari ist. Bleibt meistens bei einer kurzen Aktion. Und nun ansatzlos, Takedown. Side Position für René Runge. Guter Angriff von René Runge. Ja, blitzartig, da war er ganz schnell dran. So, jetzt dreht sich Sabari aus. Wenn Runge jetzt noch mit dem Bein rüberkommt, kann er sich die Rückenposition holen. Eigentlich könnte er loslassen links. Wird und schwierig jetzt in der Position. Er muss jetzt eher aufpassen, dass er nicht selbst in die Rückenlage kommt. Mhm. Jetzt hat er den Vorteil verloren, den er sich durch den Takedown erst erarbeitet hat. Und jetzt ist Sabari der Mann, der jetzt endlich den Bodenkampf hat. Nutzt er ihn? Jetzt müssen wir mal gucken. Bringt er wirklich da mehr ein? Ja.
René Runge muss jetzt auch am Boden in der Rückenlage aktiv bleiben. Er ist gefährlich mit dem Ellbogen. Ja, da auch Iman Samarkandia da so erwischt, allerdings im Stand. Aber Runge ist sehr, sehr schnell und variabel, was seine Techniken betrifft. Und jetzt gibt man, eines sieht man sofort bei Runge, wie rot der ist im Gesicht. Da merkt man, wie schwer das ist, den Gegner da zu halten, wie stark du anspannen musst, ja, was das an Energie und an Sauerstoff kostet. Jetzt versucht er sich fast raus. Savary bewahrt eine fast schon stoische Ruhe da. Da kam er, der Ellenbogen. Der wurde gefordert von seinem Coach, von Sergio Zimmermann. Noch ohne harte Trefferwirkung. Und wieder Runge. Guck, das geht immer sehr schnell, sehr fließend bei ihm. Er ist sehr beweglich. Jetzt dreht er sich fast komplett raus. Ja, wäre fast die Chance gewesen, um aufzustehen. Ja, aber nun hat Savary den Griff halt in der Kniekehle drin. Savary kontrolliert jetzt die Runde am Boden, konnte aber noch nicht großen Schaden verursachen. Nein, aber bereitet sehr, sehr ruhig vor. Hat von auch lange Zeit gewartet, dann kam der Ellbogen, zack, da war ein Treffer. Jetzt wieder erstmal ruhiges Position sichern. Aber auch von seiner Ecke werden die Ellenbogenstöße gefordert. Es wird mehr Aktivität gefordert. Ich denke, er hätte vielleicht noch mehr aus dieser Position machen können. Die letzten Sekunden dieser zweiten Runde. Und die wiederum dürfte an den Herausforderer gehen. Ende der zweiten Runde. Die dürfte sich Ali Savary geholt haben, weil er eben eine lange Strecke am Boden dominiert hat. Ja, die erste Hälfte der Runde habe ich tatsächlich mehr für René gesehen. Aber dann hat er den schönen Takedown gemacht, wurde dann natürlich ausgekontert. Savary dann im zweiten Teil der Runde in der Oberlage. Deswegen gebe ich dir durchaus recht, hier eine Runde für Ali Savary. Und wenn wir jetzt deine Bewertungen so übernehmen, erste Runde für Runge, zweite Runde für Savary. Wir dürften ziemlich ausgeglichen sein jetzt, was sozusagen die Punktzettel hergeben. Dann müsste jetzt die dritte Runde entscheiden, wer von beiden mit dem Gürtel heute nach Hause geht und feiert. Seconds out, Betreuer aus dem Ring, seconds out, please. Es ist wirklich eine Ladies and Gentlemen, das ist eine ganz enge Geschichte, jedenfalls nach meiner Meinung. Darum. Keiner von beiden. Ein bisschen Hilfe für beide Kämpfer. Wir gehen in die dritte und letzte Runde. Ist chancenlos. Vielleicht. Entscheidend. Und nun kommt es darauf an, setzt einer eher auf die Karte. Vorzeitiges Ende. Auf den Finish. Seconds out, ringfight zur dritten und der letzten Runde. Und dass dann es ein knappes Punkturteil wird für denjenigen. Die letzten entscheidenden, gegebenenfalls 5 Minuten, die wir jetzt sehen dürfen hier. So, und René Runge geht wieder vorwärts. Aber Savary wirkt jetzt ein bisschen anders. Schau mal, viel gelöst dafür. Hat sogar mal so ein kurzes Lächeln im Gesicht, hat so auffordernd zum Gegner. Ist eigentlich ungewöhnlich für ihn. Und Runge guckt weg, wenn er hinschlägt, verliert den Blickkontakt. Ich glaube, René spürt, dass er was machen muss, dass er die zweite Runde verloren hat. Ja, macht wieder so diesen Frontkick, der mehr so ein Schieber dann ist. Aber er muss so ein bisschen von den Einzeltechniken wegkommen. Kombinationen schlagen. Ja, muss den Gegner mehr beschäftigen einfach. Aber schwierig ist, wenn du so einen Gegner hast wie Savary, der einfach so ruhig bleibt, permanent. Dem weder die Zeit, die voranläuft, noch das Vorwärtsgehen des Gegners irgendwie ein Druckgefühl vermittelt. Er wartet. René wartet zu lang. Er muss Kombinationen schlagen, er muss reingehen. Er muss ein bisschen mehr den Druck ausüben mit Techniken. Sie belauern sich beide und dann läuft er darauf auf. Ja, schöner Konter von Savary. Sauber getroffen mit der linken.
Und wieder, ja, ja, wir erwischen jetzt ein paar Mal ganz gut. Man hat eher so das Gefühl, dass Runge so allmählich so das Gefühl bekommt, dass seine Zeit ihm wegläuft, um klare Treffer zu landen und sich dann nach vorn zu bringen in dieser Runde. Ja, ich sehe auch tendenziell jetzt Savary etwas vorne. Der jetzt auch wieder den Takedown suchen wird. Ja, 3 Minuten sind es noch gut. Zeit wäre noch jede Menge für beide. Und Runge, ja, versucht sich rauszuziehen, unten durchzugehen. Ja, so ein fußfähiger Ansatz da. So, mit der offenen Hand kurz ein paar Klatscherler mitgegeben. Ja, René versucht zumindest was zu machen. Savary immer noch mit harter Arbeit daran, den Takedown zu schaffen. Drückt aber wieder auf die Brust, Runge hinten ans Gitter. Und hält ihn aber auch nur jetzt. Jetzt hat Runge mehrfach immer mit kurzen Schlägen hin erarbeitet. Jetzt hat er dann runtergedrückt, das muss man aufpassen. Jetzt kommt nämlich genau. Kann er so einen Armhebel vielleicht ansetzen? Runge schiebt richtig mit viel Kraft gegen den Kopf. Ja, der Kniestoß war schön. Der Kniestoß hat vor allem auch gleich Verletzung am Auge von Savary. Was erreicht, ja. Auch ein Punkt, der von den Kampfrichtern durchaus mitbewertet wird. Welcher Kämpfer von beiden hat mehr Schaden angerichtet? Ja, ja, Schaden nicht im Sinne von Verletzungen, sondern Schaden, ja, ja, von Treffern, die absolut klar zu sehen und klar zu spüren sind. So, und das ist natürlich jetzt unangenehm, auch wenn dir das Blut so ein bisschen ins Auge läuft für Savary. Aber Runge, guck mal, Mund weit offen, also der muss schon tief Luft holen, ja. Ja, das Beine am Cage eben. Oh, schöner High-Kick. Zieh ihn durch. Ein schöner Wurf. Hat ihn jetzt gegriffen gehabt. Vor durch. Und nun ist René Runge oben. Und jetzt muss Savary. Das kann jetzt kampfentscheidend sein. Jetzt muss René Runge sich durchsetzen. Beziehungsweise Savary hat nur noch 1 Minute. Ich sehe jetzt ganz klar in der Runde René Runge vorne. Der Treffer und natürlich dann der Griff und das Durchziehen und zu Boden bringen. Die haben Runge jetzt nach vorn gebracht in dieser Runde. Jetzt muss Savary, wenn er den Kampf haben will, noch was bringen. So. Jetzt hat er von oben reingegriffen. Und Guillotine-Schuck. Na, rutscht raus oder lässt ihn sogar freiwillig raus. 45 Sekunden nach. Das ist immer noch nicht durch. Also so ganz trockenen Tüchern ist das hier nicht. Aber Savary muss jetzt noch punkten. Für mich die Runde bisher bei René Runge, beim Champion. Ja, und wenn Savary nicht deutlich vorn liegt, dann geht es zugunsten des Titelverteidigers. Das ist nun mal so. Da nochmal ein Knie. Knie hinterher nochmal. Ja, dann macht Savary jetzt zu wenig. Der müsste jetzt mehr arbeiten. Klammert, klammert, klammert. Es sind nur noch 20 Sekunden. Also wenn, dann jetzt. Aber Savary kommt nicht zur Geltung, kommt nicht zur Entfaltung, hält ihn einfach nur. Das ist zu knapp. Die Zeit tickt runter, nochmal. Runge bringt Savary nochmal runter. Und dürfte sich damit diese Runde gesichert haben, den Sieg gesichert haben und den Titel verteidigt haben. In einem sehr nervenaufreibenden, aber sehr taktisch geführten Duell von beiden. Ja, bis zur dritten Runde ausgeglichen. Und ich denke mir, gerade die Aktionen zum Schluss der dritten Runde, die haben René Runge nach vorne gebracht. Ja, es wird darauf hinauslaufen, dass der Titelverteidiger aufgrund dessen, dass er wirklich die erste Runde vielleicht knapp bekommen hat und dann jetzt hier in dieser dritten Runde die letzten 2, 3 Minuten, da hat er einfach die wenigen Aktionen, die wirklich zielführend waren und die was bringen auf dem Punktzettel, die hat er gesetzt. Zum einen der Kniestoß. Der High-Kick, wo er dann zwar weggerutscht ist, aber dann im Anschluss daran der Judo-Wurf. Nochmal ein bisschen Ground and Pound. Ich denke, wir sehen hier einen neuen und alten Champion. der neue bleibt der alte, so wird es sein. Matthias, ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank wieder, dass du dabei warst. Es war riesig. Ja, was für eine Nummer hier heute für uns hier in München. Super Fight Night hier in München bei Wheel of MMA 64. So, wir gehen jetzt gleich zur Urteilsverkündung. Ich gehe noch mal kurz rein. Wir werden dann auch schon gucken. Wir sind ja im Mai dann in Hannover. Dann kann ich schon sagen, da gibt es 3 Titelkämpfe. 3!
in Hannover. Drei Titelkämpfe. Schwergewicht wird verteidigt. Bantamgewicht wird verteidigt. Federgewicht wird verteidigt. Also, wow. Da ist dann mal richtig Gürtelparade. Also, wer noch keine Tickets für Hannover hat, jetzt kauft. Und für München kann man jetzt schon kaufen. Für kommendes Jahr auch das. Wirklich der absolute Early-Bird-Moment. München steht schon fest, kommendes Jahr. Und man kann sich jetzt schon Karten sichern. Ich glaube, 15% Rabatt soll ich auch noch ansagen hier. Also, wer wirklich sagt, da muss ich dabei sein, wenn, dann jetzt. Bucht früh, bucht euch super Plätze. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wheel of MMA, immer wieder geile Veranstaltungen. Heute Abend hier war es der Mega-Hammer. Super. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Urteil. Ein Titel ist immer genauso viel wert, wie man hart dafür arbeiten musste. Mit anderen Worten, der Titel, egal wer ihn kriegt, war richtig teuer erkauft und ist eine Menge wert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Punkturteil und das heißt immer, es war knapp. Ladies and Gentlemen, der Sieg geht mit 2:1 Richterstimmen an Ali Reza Savary. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.